Jö. Okay, ich muss die Flugabwehr ausschalten. Der Scharfschütze hat uns anvisiert. Der Kuhschütze. Das ist kein Scharfschütze. Oh ne, Hubschrauber. Hubschrauber ist schlecht. Noch ein Tod, dann ist es eh vorbei. Da kann ich mich wieder teleportieren. Warum habe ich denn da einen Schalldämpfer drauf? Normalerweise habe ich da nie einen Schalldämpfer drauf. Sieh, Guys. Hat das schon gereicht? Oh nein, es hat gereicht für einen neuen. Für einen neuen Stufenaufstieg. Yay, 300 Prestige-Credits. Ich hätte gern die normalen Credits. Denn für 400 normale Credits gibt's ein Dingens. Ein Booster. Habe ich genug für eine Kiste? Denn für doppelte Items gibt's auch. Ja, es reicht für eine Kiste. Ich brauche von dieser Währung hier brauche ich noch 110 mehr. Jetzt eine Stunde Tier 1 Booster. Und was ist es? Leider nichts Doppeltes. Schade. Ein Achhelm. Mhm. Sieht ein bisschen aus wie, keine Ahnung, Wehrmachtsmäßig. Hört auf zu schießen. Wir sind auf der Flucht. Ups. Mal kurz ins Wasser gedippt. Finden Sie den Unidad-Hauptmann, ohne entdeckt zu werden. Ja, diese Mission ist sehr nervig, weil ich schon genau weiß, wohin fährt. Aber naja, gut, so ist das halt, wenn man jede Mission mindestens 2-3 Mal schon gemacht hat. Ich kann ja mal da vorbeifliegen, wohin will. Eigentlich könnte ich dort auch alles mit C4 volllegen. Der will dorthin. Hier will der hin. Weißt du was? Ich töte die hier alle. Wenn hier überhaupt jetzt schon Gegner sind. Und leg alles. Und leg lauter C4 hier hin. Die Drohne ist oben. Habt ihr, ich sehe noch einen Tango. Ich hoffe, die Mission schlägt da nicht fehl. Achso, ich wollte doch hier noch den Schalldämpfer entfernen. So. Wenn Sie bisher noch nicht wussten, was los ist, dann später. Ich habe ihn aber auch gekillt. Alles wird gut, hörst du. Ich bin unterwegs. Schubidu. Jo. Schöne Scheiße, die sehen uns. Ach, tun sie das. So, hier ist nichts mehr. Wunderbar. Okay, die läuft es rein. Jo. Schnappen uns C4. Platzieren hier mal ein bisschen. Hab das C4 scharf. Hier. Und da. Ladung ist scharf in Position. Und da drin. Und da vorne. Die Ladung ist scharf. Vielleicht da noch. Hab das C4 scharf. Und da hinten. So. Wunderbar. Und dann gehen wir mal spähen. Hola.
Na los. Das Schwierigste hierbei ist, nicht entdeckt zu werden und gleichzeitig aber nah genug dran zu bleiben. Am Unidad-Hauptmann. Vor allem geht das halt auch erst los, wenn man ihn aufgeklärt hat. Man darf maximal bei solchen Verfolgungsmissionen 300 Meter weit weg sein. Ich habe die Rebelle bestätigt. So, schnell in den Heli. Er führt uns zum Santa Blanca Informanten. Damit wir schnell genug, nah genug rankommen. Digga, hast du diesmal was Gutes? Jo, Digga. Der letzte Tipp war Mierda. Yankee-Spion in der Unidad? Wie viele? Listo. $10,000. Nein, hier geht's nicht. Wir treffen uns in der Hütte in den Bergen. Bueno. Ich frage mich, wie viele Leute Bowman hier draußen hat. Solange sie in unserem Team spielen, beschwere ich mich nicht, wenn wir sie raushauen müssen. Stimmt. Da ist die Hütte in den Bergen, da hinten. Und legen den Kartellinformanten um. Los, gib Gummi, Hauptmann. Ich warte. Ja, in der Zeit kann ich mir noch mal ein bisschen Sprudel ins Glas einfüllen. Wie viele Tierpunkte gibt es jetzt eigentlich mit dem neuen Tierlevel? 3750, also 50 mehr. Oh Gott, das war knapp. Ich habe gar nicht drauf geachtet, dass er aus dem Radius rausgegangen ist. 50 Tierpunkte mehr. Mit jedem Tierlevel erhöhen sich die Tierpunkte und auch die Ressourcen, die man zum Beispiel von Convoys oder auch aus den Kisten bekommt. Wie viele Ressourcen habe ich überhaupt? Oh, geht. Ist so überragend viel, aber ich brauche sie auch nicht mehr. Ich hoffe, die machen das, also Ubisoft macht das bei Ghost Recon Breakpoint besser, was das Endgame angeht. Also, die wollen es ja als Service-Game machen. Und die haben jetzt mittlerweile, haben sie ja einiges an Erfahrung, was Service-Games angeht. Und ich hoffe, dass sie die Erfahrung auch bei Breakpoint dann nutzen. Dass es halt immer irgendwas zu tun gibt. Und wenn es nur irgendwelche generischen, zufälligen Missionen sind. Aber solange sie halt wirklich zufällig sind und nicht nur, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn es so ist wie bei Hitman, bin ich zufrieden. Dass man Auftragsmordmissionen hat oder so. Denn ich liebe Wildlands. Ich meine, sonst hätte ich nicht 443 Stunden hier drin. Aber abgesehen von Missionswiederholungen und hier den Herausforderungen, gibt es halt nichts zu tun mehr für mich, außer der PvP-Modus, den ich auch sehr gern spiele. Den musste man spielen auf Prestige 1, um etwas in Breakpoint freizuschalten. Habe ich auch gemacht. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist Tier 1. Die Mission General Baro, die danach kommt, da werden wir bestimmt einige Male sterben, vermute ich einfach, weil die ist echt schwer. Und vor allem, wenn man sie nur so durchrushen will, aber die war auch so schon schwer, als ich nicht rushen wollte. Die mache ich auch tatsächlich nicht sehr gerne. Ich mag es einfach nicht, in Kämpfe gezwungen zu werden. Oh, nicht zu nah. So. Bereit?
Ziel erledigt. Ziel erledigt. Der Kartellinformant ist alles tot. Getötet. Unsere verdeckten Ermittler sind sicher. So. Nice. Nächstes. General. Oh, guck mal, die andere. Oh, Geheimlager. Spur des Generals gehen nochmal. Dann mache ich die zuerst. Dann mache ich die zuerst, wenn ich die jetzt wiederholen kann. Die finstersten Geheimnisse der Unidad lagern auf einem Server in der Jaguar-Basis. Ja, ja, die Jaguar-Basis. Bringen Sie dort ein und beschaffen Sie die Daten. Easy peasy. Ich mache die Arschlöcher fertig. Easy peasy. Schon fast zu einfach. Ich bin auf der falschen Seite. Dahin. Da vorne ist Unidads Hauptoperationsbasis. Ich sehe Schienen. Mach oh, das ist ein Flugzeug, das ist schlecht. Hubschrauber. Ist das ein Heliport? Wenn Bowmans Info stimmt, ist das Datenzentrum unter der Erde. Suchen wir das Kellergeschoss. Shit, 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 shit. Hubschrauber, auf den Boden. So viel zu easy peasy. War jetzt schlecht, dass wir entdeckt wurden. Dieser scheiß Hebel. Die Rebellen schicken ein Aufklärungskommando. Komm, dann benutze ich mal hier Syncshot. Seid ihr bereit? Ich sehe das Ziel erfasst. Dann loslegen. Drei für Tango San Rabin. Sag mal. Oh, die kamen ja nicht mal annähernd so weit. Zu weit. Nice. So. Oh, oh. Weg hier. Keine Lust auf Mörser. Wir legen hier mal eine Mine hin. Aber nur Haftminen. Hier eine und da eine. So, nur um unseren Rücken abzusichern. Hier könnte das Datenzentrum sein. Mal sehen, wohin der Tunnel führt. Könnte nicht nur, hier ist es. Sau hell hier drin. Der Helligkeitsblendeneffekt. Blendeffekt. Tatsächlich mit dem Standard-Nachtsichtgerät nicht so schlimm. Hab die Rebellen gebeten, das Ding für uns aufzuklären. Hab die Rebellen um Ablenkung gebeten. Oh, das war vielleicht schlecht, wegen den Minen da unten. Das ist das Terminal mit dem Zugriff auf das Hauptsystem. Bin drin. Ich lade Bowman die Dateien hoch. Ihr passt auf. Hier gibt es Unmengen von Daten. So. Feinde im Anmarsch. Beschäftigt sie während der Übertragung. Wir haben sie aufgeschaltet. Ihr dürft schießen? Locker bleiben. Verstand ist gut. Fuck, greife an. Oh, das ist rüber. Verdammt. 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 Mit diesem Nachtsichtgerät kann man auch nicht so weit gucken. Geht mit dem hier besser. Ja, die kommen da den Treppengang runter. Ist kein Problem. Ich habe Hakatari um Verstärkung gebeten. Ah, fuck. Die Lampe da blendet. Das finde ich übrigens auch wenn es nervig ist, finde ich es echt cool. Dass die Lampen auch in den Visieren, in den Linsen reflektieren. Ja.